Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarum zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, hier haben wir am letzten Part geendet. Jetzt gehen wir durch das Tor auf nach Illumina City. Aber vorher erkundigen wir uns hier mal bei der Dame am Schalter, was hier eigentlich los ist. Willkommen in Illumina City, der Stadt der Lichter. Aha, was hast du zu melden? Illumina City ist die größte Stadt in Kalos. Ich habe noch längst nicht alle Ecken von und Winkel dieser Metropole erkundet. Na dann, werden wir es wohl machen. Auf geht's. Illumina City. Da wären wir. Wundervolle Musik. Ich muss sie mal ganz kurz genießen, die Musik. Sie ist wundervoll. Die Illumina City Musik, einfach. Das ist. Deshalb spiele ich Pokémon Y. Eigentlich fast nur aus diesem Grund, um nach Illumina City zu kommen und diese Musik zu hören. Das ist einfach. Das ist einfach bezaubernd. Einfach. Hört sie euch an, das ist einfach eine geile Musik. Also, ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du dir folgst, kommst du direkt zum Labor. Werde ich machen. Wow, ein wundervoller Schwenk zum Labor durch Illumina City. Illumina City ist noch ein bisschen größer, aber ja. Der Südring. Und da wären wir beim Labor. Das Labor von Professor Platan. Das Gebäude hier ist Platans Pokémon-Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Auch ich würde fast noch ein bisschen in Illumina City rumkurven, hier auf meinen Rollerskates. Aber gut, gehen wir rein zum Professor. Eine andere neue Musik. Auch gut, aber nicht ganz so gut wie die Professor-Musik, wollte ich schon sagen. Die Musik von Illumina City. Du hast einen weiten Weg von Eskisia hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Obwohl, die Musik hat auch einiges an sich. Und auch was an sich. Willkommen in Platans Pokémon-Labor. Professor Platan, Forschung, beschäftigt sich mit Pokémon-Entwicklung. Ah, schön ist zu wissen. Gut, gut. Und wer bist denn du? Der Professor hat schon ganz vielen Leuten Pokémon beigebracht. Dir wahrscheinlich auch, wie es ausschaut. So, wir benutzen den Fahrstuhl und fahren nach oben. Zum Professor. Welches Stockwerk möchtest du? Sind es mehrere? Dann würde ich erstmal in den ersten Stock fahren. Jupp. Sieht doch gar nicht so falsch aus. Ist hier der Professor? Nein, ist er nicht. Na gut. Um die Bande zu seinen Pokémon zu stärken, gibt es nichts Besseres, als viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Hier, die Bälle werden dir bestimmt helfen. Luxusbälle. Na, ja, das hat sich wohl gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Mit einem Luxusball gefangener Pokémon freunden sich leichter mit dir an. Und du so? Der Professor erforscht die Entwicklung und den Wandel der Pokémon.
In jungen Jahren hat er offenbar sehr viel von Professor Abe aus der Sinnoh-Region gelernt. Ah, sehr gute Information. Und was ist mit dir? Es gibt männliche und weibliche Pokémon, so wie solche, deren Geschlecht unbekannt ist. Zudem weist das Aussehen mancher Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Okay, danke für die vielen Informationen hier. Ein kleines Kind, das von unten und ein neues. Pokémon verfügen über rätselhafte Kräfte, die Fähigkeiten genannt werden. Manche dieser Fähigkeiten entfalten ihre Wirkung während eines Kampfes. Andere wiederum, wenn du das Pokémon in dein Team mit dir führst. Okay, okay. Ich habe gehört, dass es ein Pokémon gibt, das man nur erforschen kann, wenn man eine Waschmaschine und einen Fernseher hat. Okay, davon wüsste ich nichts, aber gut. Es gibt kein schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinen Pokémon auf einen Wellenlänge zu liegen. Okay, okay. Und der letzte hier auf der Etage. Ich entwickle gerade ein Gerät, das mir bei deiner Forschung helfen wird. Doch das ist alles andere als einfach. Gedulde dich bitte, bis es vollendet ist. Okay. Und weiter hinauf ins zweite Stockwerk. Ein Stock und ein Werk. Macht zusammen ein Stockwerk. Professor Platan, der ist er. Da hätten wir ihn. Endlich treffen wir uns. Fein, fein, dann komm doch mal bitte mit. Natürlich, so muss ich ihn jetzt immer sprechen. Erstmal reden wir mit ihr. Im Zentralbereich der Kalos-Region bist du bisher 33 Pokémon begegnet. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft dir diese TM ja dabei, mit noch mehr Pokémon-Freundschaft zu schließen. Zangvieh erhält das Item TM54 Trugschlag. TM54 Trugschlag wurde in der TM und VM-Tasche verstaut. Trugschlag ist eine Attacke, bei welcher der Anwender seine Kraft zügelt, sodass dem Ziel in jedem Fall ein KP erhalten bleibt. Das ist natürlich äußerst praktisch, wenn man vorhat, Pokémon zu fangen. Na denn. Professor Platan, reden wir mit ihm. Toll, dass du den weiten Weg aus Eskizia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na macht, dich wieder zu reisen, zusammen mit den Pokémon Spaß. Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich mir doch gleich mal deine Pokémon ansehen. Der Pokédex. So. Im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 33 Pokémon-Arten gefunden. Nicht wahr? Na bitte. Gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon hier getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes. Adieu. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Eskizia hatte ich mich bereits für das Kind vom befreundeten Trainer-Veteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rayhorn, Jockey, Primona und ihre Tochter nach Eskizia gezogen sind. Und du kennst die Carlos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du die ideale Kandidatin für dieses Unterfangen bist. Hallo, Professor, ich bin Sena. Da wären wir. Entschuldigung für die Verspätung. Fein, fein. Dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Okay, kämpfen wir gegen Professor Platan.
Ich hoffe, ich kann ihn auch für den Rest des Projekts so sprechen. Und es gibt keine Professor-Komplikationen. Gut gerettet. Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Auf jeden, auf geht's. Nur noch schnell vorweg. Ich bin nicht sonderlich stark. Nee, du lässt mich gewinnen. Du bist doch nicht stark, aber du lässt mich gewinnen. So ist es. Eine Herausforderung von Professor Platan. Biestersamen wird von Professor Platan eingesetzt. Los, Tim! Tim, mein Pikachu! Level 11 gegen Level 10, das wird wohl irgendwie gehen. Obwohl, Pflanze gegen Donner. Mal schauen. Wäre schlicht als recht. Da müssen wir wohl ein anderes Team-Pokémon nehmen. Für den Kampf auswählen. Wie wäre es denn mit Markus? Er ist doch gut dafür. Es fehlt noch ein Wasser-Pokémon im Team. Das wäre jetzt natürlich nicht sehr stark auf. Es wäre jetzt natürlich schwachsinnig, wenn ich ein Wasser-Pokémon hätte und das auf dieser Sammeln setzen würde. Aber ich habe ja Markus. Der kann Nitro-Ladung. Wann auch immer er das gelernt hat. Ich habe es wohl irgendwie verdrängt. War auf jeden Fall, muss auf jeden Fall im letzten Part gewesen sein. Offscreen habe ich ja gar nicht gespielt. Das muss also in einem Part gesehen werden, wurden sein. Sowas in der Art. Biestersamen besiegt von Markus. So, ein paar Erfahrungspunkte und Level 15. So, Erfahrungspunkte Teiler. Papageno erreicht Level 13. Agilität. Unbekannte Attacken, okay, Agilität nicht erlernt, war vielleicht blöd, aber was soll es. Weiterkämpfen. So, ein Shigi. Ich muss mal schnell das Pokémon tauschen. Wär's denn mit Tim? Der kann auch jetzt sehr gut kämpfen gegen das Wasser-Pokémon. Ich denke ja. Ich denke, das wird's bringen. Mit Donnerschock könnte er doch effektiv sein gegen Shi. Ja. Shi setzt Tackle rein. Statik von Tim wirkt. Na, großartig. Können wir nochmal angreifen? Donnerschock! Los, Pikachu! Donnerschock! Das kann ich dann greifen. Jo. Dann können wir es besiegen. Und dann war es noch eines. Und ich glaube, ich denke mal, das dritte Pokémon, wenn das mal kein Glumanda ist, zum Erreich Level 12. So, und Glumanda, was für eine Überraschung. Da müssen wir mal mit Pikachu weiterkämpfen, mit dem lieben Tim. Na, Donnerschock, wie viel wird das bringen? Nicht viel. Erschreckend wenig. Mist. Muss halt ein Feuer-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon kämpfen. Ich könnte auch Papageno einsetzen, das wäre aber unklug. Das wäre etwas unklug. Ich glaube nicht, dass das was bringen würde. So, Kratzer haben wir auch dabei. Vielleicht bringt's ja was. Ja. Ein wenig was bringt's. Noch einmal Kratzer. Kratzen wir es zu Tode. Zack, zack. Er kann auch Kratzer. So, noch einmal Kratzer. Dann hat uns Professor Platan siegen lassen. Er hat uns gewinnen lassen. Ja, es hat einfach... Ja, es ist ja irgendwie logisch, dass er nur schwache Pokémon nimmt und nicht seine mega starken Top 4 Pokémon. Nee, das war ein anderes Spiel. Das war Professor Kukin Pokémon.
Ultramond und Pokémon-Sonne. Aber egal, der Pokémon-Professor wird doch nicht so schwach sein. Oh, das war wohl nix. Klasse Leistung, aber... Zwangfee gewinnt 1400 Pokémon-Dollar und geht sich aus dem Kampf gegen Professor Platan hervor. Alles klar. Jetzt konnte ich mir einen ersten Bild machen. Einen ersten Bild. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was Zwergenfee kann. Sie ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch eine Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir zuerst eins aussuchen. Ah, da haben wir die Starter-Pokémon. Glumanda, Shi und Bisasam. Können wir uns noch ein zweites Starter-Pokémon auswählen? Aha. Euch ist ja klar, was ich nehme. Ich würde sehr gerne einen Glumanda nehmen. Aber ich habe ja schon Phoenix im Team. Wasser-Pokémon fehlen mir noch im Team. Pflanzen-Pokémon habe ich schon durch Flabby. Und dann bleibt mir nur noch eins übrig. Glumanda. Ich wähle dich. Habe ich gerade Glumanda gesagt? Habe ich gerade gesagt, Glumanda, ich wähle dich? Oh Mann. Es ist zu spät. Ich sollte aufhören. Zu spät soll ich keine Videos mehr aufnehmen. Aha. Du hast dir also Shelly ausgesucht. Warum auch nicht? Fein, fein. Shelly erhalten. Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Ja, auf jeden Fall. Erik soll also sein Spitzname sein? Auf jeden. Und da du dich für Shi entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Zwangfee erhält Totoknet. Totoknet wurde in der Itemstash verstaut. So, ihr zwei, ihr sucht euch jetzt auch jeder ein Pokémon aus, aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, lass dir ruhig Zeit. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Und da kommt der Rest auch schon. Hallo, Professor Platan. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Ich war mir gerade nicht sicher, wie ich den sprechen soll. Habe ich nicht gesagt? Habe ich nicht gesagt? Das ist dann lustig. Fein, Freund, damit wären dann alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit den Pokémon habt. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung in einer neuen Form. Die Entwicklung stellt das größte Mysterium der Kanos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf dieser richtigen Fähre, auf der richtigen Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung, schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Trovato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge diese Ziele mit aller Kraft. Also ich finde die Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanitea die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte. Vielleicht findest du ja dort einige Anhaltspunkte. Noch etwas. Wenn ihr die Region bereist
Um eure Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassung teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Ihre Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten öffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als Menschen aus. Deshalb möchte ich auch gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Na denn, ich weiß nicht ganz, welcher Dialekt das war, den ich da gesprochen habe. Ich habe mir, glaube ich, einen ausgedacht. Ich habe ziemlich einen erfunden. Schreibt mal in die Kommentare, ob das irgendeinem bekannten Dialekt geähnelt hat. War nicht bewusst gewählt. Ich habe halt irgendwie was Lustiges gesprochen. Mal schauen, ob ich den beibehalten werde. Wird sich im Laufe des Let's Plays eh abwandeln und komplett anders klingen. Auwei, Flordelis. Der. Ich werde sie also schon bald schaffen. Ja. Die Kinder, die der Professor ausgewählt hat, welches Potenzial sie wohl in sich bringen. Darf ich vorstellen, das ist Zwergenfee. Sei doch so gut und komm bitte mal kurz rüber. Oh, ich bin sehr unvorbereitet auf ihn. Ihn wollte ich eigentlich in bestimmter Weise sprechen. Ich habe noch nicht geübt, ich bin noch nicht vorbereitet, verzeiht es. Oh, du hast also einen Pokédex vom Professor erhalten. Das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Flordelis. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Ich konnte viel von Professor Platon lernen. Oh, du hast ja einen Holodeck bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Mache ihn dir also zunutze. Hörst du mir gut zu? Diese Welt muss besser werden. Als auserwählter Menschen und Pokémon müssen unermüdlich zusammen. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich zusammenarbeiten, damit die Welt ein schönerer Ort wird. Nun gut, ich muss dann mal los. Richte Professor Platon bitte meine Grüße aus. Ich strebe nach einer besseren Welt, nach einer Welt der Schönheit. Naja. Ich frage mich, was für eine Welt Flordelis mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt so viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle in Erfahrung zu bringen. Auf jeden. Na dann. Ich werde offscreen mal ein bisschen üben an der Stimme. Ich will ja wen Bestimmtes imitieren. Vielleicht erkennt man es dann irgendwann, wenn ich mich dann noch ein bisschen dran übe. Naja. Unvorbereitet. Verzeiht es mir. Zwergi, es gibt da einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Und der wäre? Also bis bald. Wir werden es wohl noch früher oder später erfahren. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Soleil auf dich, Nachbarin. Soleil, das müssen wir mit uns merken. Was Kalem wohl auf dem Herzen hat? Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, und wir sollten uns wohl besser aushalten. Zwecki, verlass das Labor, wende dich nach links und gehe dann immer geradeaus, um nach Vanitea zu gelangen. Das Café Soleil liegt übrigens in derselben Richtung. Nach links soll ich mich wenden. Okay. Nach links. Das hier ist links. Drittens. Illumina City ist echt riesig. Aber solange man auf den großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht. Ich mache mal eben einen kleinen Spaziergang. Die Allee hier lädt ja förmlich dazu ein. Das tue ich auch. Nach Vanitea. Und zum Café Soleil geht's dort lang. Ich weiß. Aber auch noch ein bisschen umschauen, bevor wir zum Café Soleil Thea aufbrechen. Die Frühlingsallee.
Wow, sieht das gut aus. Ich bin ganz richtig Nominalexpertin. Mit dem Taxi gelangt man Sekundenschlinge ans andere Ende der Stadt. Sekundenschlinge. Ja. Der Laden ist zweifellos total stylisch. Er hat eine sinnvolle Ausstrahlung. Was läuft hier? Herzlich willkommen. Oh, du bist aber nicht sehr stylisch. Verzeihung, aber ich kann dir leider keinen Zutritt gewähren. Wir haben sehr hohe Ansprüche, was den Stil unserer Kundschaft betrifft. Komm doch bitte mal wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung in Luna City gesammelt hast. Herausgeekelt aus dem Laden. In der Frühlingsallee. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnapp, schnapp. Der Pokémon-Salon. Waschen, schneiden, legen. Mein Käufer lässt sich pflegen. Okay. Du Leute hier in Illumina City. Hör mal her, mein Käufer und ich sind dein Herz und deine Seele. Ich meine, immerhin sehen wir zur selben Zeit auf. Immerhin stehen wir zur selben Zeit auf Essen, zur selben Zeit und schlafen zur selben Zeit. Alles klar. Ein Salon, wo man den Käufer frisieren kann, das arme Käufer. Fragt das denn überhaupt jemand? Fragt jemand das Käufer, wie es denn aussehen möchte? Nee, es wird einfach frisiert, wie der Mensch das will. Käufer halten in der Regel 5 Tage. Tja, ihr Fell wächst eben echt schnell nach. Was? Leute. Soll ich dir verraten, wie lange dieser Schnitt bei einem Käufer gehalten hat? Ich bin der Betreiber dieses Salons und weiß solche Dinge einfach. Also möchtest du es wissen oder nicht? Nicht unbedingt, aber los, hau raus. Tut mir leid, aber du hast gar keinen Käufer dabei. So kann das natürlich nichts werden. Ich hoffe, du beehrst uns bald wieder. Ach ja, in der Hauptstadt treibt sich so einiges rum. Willkommen im Pokémon-Salon Picobello. Wie frisieren das Kühlfaff ganz nach deinem Wünschen? Kann ich heute etwas für dich tun? Immer schnell kostet 500 Poké-Dollar. Nein, erstmal nicht. Ich habe noch keinen Kühlfaff. Wenn dir das nach einem neuen Schnitt steht, dann weißt du ja, wo du uns findest. Allerdings. Zu verfehlen. So. Sperrt uns den Weg. Pardon, ja, kannst du momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Okay. Na denn. Gibt's hier noch was zu entdecken auf dieser Allee? Ja, hier gibt's noch was. Oder waren wir da schon drin? Nee, das ist was Neues. Wen haben wir denn hier? Vielleicht ist mein Pokémon mir ja auch böse, wenn ich ihm immer bittere Medizin verabreiche. Das kann natürlich sein. Ich mische gerne den Agnierstab unter meinen Reis und verputze ihn dann mit einem Haps. Allein beim Gedanken daran spüre ich, wie in mir Energie freigesetzt wird. Okay. Los, lege dir ein paar dieser Heilkräuter zu. Sie stammen aus fernen Regionen und machen schlappe Pokémon wieder munter. Schauen wir mal, was die da haben. Heilpuder, Energiestaub, Kraftwurzel, Vitalkraut. Oh, Vitalkraut, das müssen wir uns definitiv zulegen. Das ist sowas wie der Top-Beleber, bloß halt in Krautform. Das ist schön, wenn wir das dabei haben. Ich kaufe so viele, wie ich kriegen kann. Das sind nicht gerade viele. Ja, ist halt ein bisschen teuer. Na gut, 2 Vitalkraut muss erstmal reichen. Was mit dir? Sag einfach, was du tun möchtest. Ich empfehle dir das passende Heilmittel. Wiederbeleben. Also dann brauchst du das hier, ein Vitalkraut. Sein bitterer Geschmack und strenger Geruch lassen bewusstlose Pokémon sofort aufspringen. Sag mir einfach, was du tun möchtest und ich empfehle dir das passende Heilmittel. Erstmal nix. Heilmittel sind relativ bitter, deswegen sind sie bei Pokémon nicht gerade beliebt. Wenn du sonst noch etwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Ja, müssen ja nicht beliebt sein, muss ja auch nicht schmecken, muss nur heilen. Ich
schmecken. Muss nur gesund machen. Also, was haben wir hier? Nicht mehr. Aber was hätten wir denn hier? Willkommen in der Steinboutique. Hier bringen wir allerlei Steine an den Mann und natürlich auch an die Frau. Ah, die Entwicklungssteine. Feuerstein, Wasserstein, Blattstein. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit mal was verkaufen. Hier wollen wir uns ja nichts kaufen, aber woanders vielleicht. Schau mal, Papi, es ist ein Safecon mehr. Es ist kein Safecon mehr. Aha. Na, sieh mal ihn an. Wenn das nicht Zwergenfee ist, du bist in aller Munde, eine echte Berühmtheit. Ich habe hier einen perfekten Stein für dich, junge Dame. Da steht förmlich dein Name drauf. Eine echte Kostbarkeit, halt dich fest. Ein Bisafluorid. Dieser besondere Stein verleiht Bisafluor erstaunliche Kräfte. Da deinetwegen ganz in Henne aufregen musst, mache ich dir einen Sonderpreis. Für nur 1 Million Pokémon-Dollar kannst du dir diese erlesenen Objekt dein eigen nennen. Na, was sagst du? Ich sage, so viel Geld habe ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Und wenn schon, dann werde ich es hoffentlich nicht für einen Bisafluorid ausgeben. Ich habe keinen Bisafluor, werde es auch wahrscheinlich nicht kriegen. Es wäre verschwendetes Geld. Mein Spaß am Verkaufen kann mir niemand nehmen. Ich glaube, so viel Geld kriegt man auch nie im Spiel. Mein Mann hat schon viele Geschäfte geführt, aber keines davon hat sich lange gehalten. Doch dann hat er gemerkt, dass er diese Steine, die er ständig findet, zu Geld machen kann. Seitdem strahle ich wie ein Leuchtstein, wenn ich ihn sehe. Ja, Knete kriegst du von ihm. Ist klar. Hör mal, ich habe einem Pummeluff einen Mondstein gegeben und siehe da, er hat sich in eine Knuddeluff verwandelt. Echt der totale Wahnsinn. Mineralien und Steine, alles meine. Tja, schön wär's. Zu dem Club der Steinbegeisterten. Ne denn. Und dann war erstmal ein Pokémon Center. Da gehe ich erstmal rein. Des Pokémon-Team, das den Kampf von Professor Platan überleben musste. Na komm, lad's auf, Schwester Joy. Zack, 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 zack. Da haben wir es fast vollständig, das Team. 5 Pokémon haben wir schon. Wir werden bestimmt noch eins rausnehmen und durch ein anderes ersetzen, aber erstmal haben wir es fast schon voll. Das erste volle Team. Bei mir noch öfters, aber jetzt haben wir es erstmal. So, hier kann man auch Trainer-Promos drehen oder Trainer-Propos oder so ähnlich. Machen wir irgendwann später. Jetzt möchte ich erstmal da eins lang. Da gibt es einen Friseur. Haben wir für den noch Zeit? Ich fürchte eigentlich nicht. Und das ist auch schon das Kaffee, wo wir rein müssen, wie ich denke. Ich schau mal kurz aufs Uhrchen, auf die Uhr. Ich denke, wir können an dieser Stelle Schluss machen, eine kleine Pause einlegen. Ich würde mal sagen, im nächsten Part erkunden wir noch den Friseur, dann gibt es vielleicht einen neuen Look. Und dann gucken wir mal bei dem lieben Kollegen hier im Café vorbei und dann schauen wir, wie es mit der Reise weitergeht. Ich würde sagen, Däumchen nach oben, wenn es euch... Ich würde sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, förstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut da rein, man sieht sich. Ciao, ciao.